Salud y buena pinta. Keine Ahnung, was ich hier mache, ey. Es geht gerade ums Sterben, glaube ich. Boah, das war krass auf jeden Fall. Kurzer Disclaimer, dieses Video dient zur Aufklärung. Alles, was ihr in diesem Video seht, mache ich unter Aufsicht in einem Land, in dem es legal ist. Ich rate euch ausdrücklich dazu, Gezeigtes nicht nachzumachen. Ayahuasca ist ein psychedelisch wirkendes Getränk aus Pflanzen, das seit Hunderten von Jahren von Bewohnern des Amazonasgebiets für medizinische und rituelle Zwecke genutzt wird. Die Substanz gehört zu den stärksten Halluzinogenen der Welt und löst bewusstseinsverändernde Zustände aus. Viele Menschen, die Ayahuasca getrunken haben, berichten von lebensverändernden Erfahrungen. Also ich bin wirklich reingefallen wie ins Gotteslicht. I think it changed my perception on humanity. Das war wirklich unglaublich. The most life-changing moment in my life would be the first time I drank Ayahuasca. In den letzten Jahren werden Ayahuasca-Zeremonien auch in der westlichen Welt immer populärer. Mittlerweile gibt es einen regelrechten Ayahuasca-Tourismus und es werden teure Ayahuasca-Retreats angeboten. Ayahuasca fasziniert mich jetzt schon, seit ich vor einigen Jahren zum ersten Mal davon gehört habe. Lange Zeit hatte ich einen zu großen Respekt davor, weil die Erfahrungsberichte einfach immer so heftig klingen. Mittlerweile fühle ich mich aber bereit dazu und bin einfach super neugierig, was Ayahuasca mit mir macht. Deswegen mache ich das Selbstexperiment und werde an insgesamt 3 Ayahuasca-Zeremonien teilnehmen, um herauszufinden, was wirklich passiert, wenn man Ayahuasca trinkt. Für dieses Selbstexperiment reise ich extra nach Südamerika, genauer gesagt nach Kolumbien. Von Medellin aus geht es mit dem Auto über 20 Stunden lang durch das halbe Land bis in den Regenwald. Eine lange Reise und das wahrscheinlich teuerste Video, das ich jemals gemacht habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass mich Finanzguru bei meinem Vorhaben unterstützt hat. Finanzguru ist eine App, mit der ihr all eure Finanzen im Blick behalten könnt. Egal ob Girokonto, Sparkonto oder Kryptobörse, alles kann eingebunden werden und Finanzguru kategorisiert automatisch alle Einnahmen und Ausgaben. Das war auch während meiner Reise mega praktisch, weil ich hatte so viele verschiedene Ausgaben, dass es teilweise echt schwierig war, da noch einen Überblick zu behalten. Da war ich auf jeden Fall froh, dass ich Finanzguru auf meinem Handy hatte. Finanzguru zeigt euch außerdem auch alle laufenden Verträge an, die ihr dann bei Bedarf direkt in der App rechtssicher kündigen könnt. Darüber hinaus hilft euch Finanzguru mit individuellen Tipps dabei, eure Finanzen bestmöglich zu organisieren. Und das Beste, in seinen Basisfunktionen ist Finanzguru dauerhaft kostenlos. Solltet ihr noch weitere Features wie smarte Budgetvorschläge, das Anzeigen eures frei verfügbaren Einkommens, tiefergehende Analysen oder weitere Funktionen nutzen wollen, geht das mit der Finanzguru Plus Mitgliedschaft. Mit dem Code TOMATOLIX3 bekommt ihr da als Neukunden 3 Monate lang kostenlosen Zugriff auf den vollen Funktionsumfang. Normalerweise beträgt der Testzeitraum nur 7 Tage. Den Link zu Finanzguru findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Im Süden von Kolumbien leben indigene Völker, die Ayahuasca traditionell seit Hunderten von Jahren zu medizinischen und rituellen Zwecken nutzen. In Kolumbien ist Ayahuasca legal, Zeremonien werden hier vor allem von den Taitas, also den traditionellen Medizinmännern und Frauen der Indigenen durchgeführt. Bei ihnen werde auch ich Ayahuasca trinken. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch mehr über die Herstellung und auch die Hintergründe dieser mysteriösen Pflanzenmedizin erfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Ayahuasca eigentlich genau? Deswegen bin ich hier in einer Ayahuasca-Küche, um euch das mal zu erklären. Ayahuasca oder auch hier in Kolumbien Yajé genannt, bedeutet übersetzt Geisterliane oder Seelenranke und ist ein Trank aus mindestens 2 verschiedenen Pflanzen. Meistens besteht es aus der Ayahuasca-Ranke und Blättern wie Chacruna, die den Wirkstoff DMT enthalten. DMT ist ein Halluzinogen und ist für diese typische Ayahuasca-Wirkung verantwortlich. In der Ayahuasca-Ranke sind MAO-Hemmer enthalten. Die sorgen dafür, dass das DMT nicht sofort wieder abgebaut wird und so seine Wirkung im Gehirn entfalten kann. Ayahuasca herzustellen ist ein sehr aufwendiger Prozess. Von der Ernte der Pflanze bis zum fertigen Getränk vergehen bis zu 3 Wochen. Ich treffe Juan, er kommt eigentlich aus der Großstadt und hilft den Taitas bei der Ayahuasca-Produktion. Er zeigt mir, wie die geerntete Ayahuasca-Liane weiterverarbeitet wird. We have to take the dirty part of the plant, just chop like this. Don't do it like that, because when you do it like this, you're taking the medicine off. So be careful. Yeah, very careful. And good things. You have to be connected with the plant. The plant is listening. We have nice, beautiful thoughts about the process and about the plant and about the people who's gonna drink. That will be very important. Das ist so unfassbar viel Arbeit. Also diese ganzen Stöcke hier wurden ja schon befreit. Es dauert ewig, Ayahuasca herzustellen. Ja. Yeah. Nachdem die Ayahuasca-Liane geschält ist, wird sie zerkleinert. Dabei schlägt man mit einem Holzstück so lange auf die Liane, bis sich die einzelnen Fasern lösen und Saft austritt. Danach werden die Fasern mit den zerkleinerten DMT-haltigen Chacruna-Blättern in einen Topf gegeben und 5 Tage und 5 Nächte lang gekocht, bis das dickflüssige Ayahuasca-Getränk entsteht. Heute Abend darf ich hier im Dschungel Kolumbiens an einer Ayahuasca-Zeremonie teilnehmen. Da das für die Indigenen aber eine heilige Zeremonie ist, dürfen wir das Ganze leider nicht filmen. Deswegen habe ich noch eine Ayahuasca-Zeremonie in Medellin besucht. Hier werde ich heute Nacht zum allerersten Mal in meinem Leben Ayahuasca trinken. Und ich bin mega gespannt, wie das wird. Das ist schon die Jessie. Hallo. Herzlich willkommen in Kolumbien. Jessica Greiner bietet in Kolumbien Ayahuasca-Zeremonien an. Bei ihr dürfen wir ausnahmsweise die gesamte Zeremonie mit der Kamera begleiten. Hier werden wir heute Nacht Ayahuasca trinken. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommen wird. Sag mal, wie oft hast du jetzt schon in deinem Leben Ayahuasca getrunken? Oh, ich würde sagen so um die 100 Mal. 100 Mal? Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, eigentlich ist es noch gar nicht so viel im Gegensatz zu den Schamanen oder zu den Taitas. Die trinken 2-3 Mal die Woche und haben schon über 1000 Mal getrunken. Wir sind hier in dem Haus von dem Schamanen und das finde ich halt auch immer schön, dort zu trinken, wo die auch wirklich wohnen. Wie lang ist so eine Ayahuasca-Zeremonie? Naja, wir werden so circa, ich denke mal so zwischen 10 und 11 anfangen, den ersten Becher zu trinken und dann geht das bis 6, 7, 8 Uhr morgens. Und das heißt, man trinkt auch mehrfach, oder? Ja, also wenn du es zulässt, wenn du es möchtest. Das kommt auch natürlich auf die Situation drauf an, wenn du nach dem ersten Becher schon voll im Prozess bist, dann kannst du auch sagen, okay, will ich nicht. Aber das werden wir in der Zeremonie einfach sehen, was passiert und wie viele Becher du am Ende wirklich brauchst. In den Tagen vor der Zeremonie sollte ich mich an eine spezielle Diät halten. Dazu gehört, keine Drogen zu nehmen, auf einige Lebensmittel wie Fleisch, Milchprodukte oder Zitrusfrüchte zu verzichten und keine sexuelle Interaktion zu haben, um sich für die Pflanzengeister zu sensibilisieren. So langsam wird's Abend, das heißt, gleich geht die Zeremonie los. Ich muss sagen, ich bin schon jetzt langsam ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß irgendwie nicht so richtig, was auf mich zukommt. Das wird ja schon sehr lang sein, die ganze Nacht gehen. Vor allem bin ich auch gespannt, ja, was das mit mir machen wird und ob das irgendwie, ja, mich irgendwie weiterbringen wird irgendwie in meinem Leben und so. Sergio ist der Schamane, der die Zeremonie mit uns durchführen wird. Wobei Schamane eigentlich das falsche Wort ist. Sergio bezeichnet sich selbst als Curandero, was so viel bedeutet wie Heiler. Er wurde von den Taitas ausgebildet und mit ihm habe ich vor der Zeremonie gesprochen und gefragt, wie Ayahuasca eigentlich genau wirkt. Ayahuasca hat eine körperliche Wirkung und eine energetische oder spirituelle Wirkung auf der Bewusstseinsebene. Durch die physische Wirkung bekommen wir Durchfall und Erbrechen und spüren manchmal ein allgemeines Unwohlsein im Körper. Aber die energetische oder spirituelle Wirkung der Medizin ruft Visionen hervor, die uns zu Erkenntnissen auf der Bewusstseinsebene führen können. Um diese Erkenntnisse zu erlangen, wird empfohlen, sich eine Intention zu setzen, also persönliche Fragen zu überlegen, die während der Zeremonie als Orientierung dienen können. Ich habe mir auch mehrere Fragen aufgeschrieben, unter anderem, wer bin ich eigentlich wirklich und wie kann ich mehr ich selbst sein? Ich bin sehr gespannt, ob das Ayahuasca mir Antworten auf diese Fragen liefern wird. Am späten Abend geht es dann endlich los. Ich merke schnell, dass sich so eine Ayahuasca-Zeremonie stark von Erfahrungen mit anderen Substanzen unterscheidet. Alles läuft sehr rituell ab, es werden Gebete gesprochen, das Ayahuasca wird gesegnet und es wird viel mit Rauch und Musik gearbeitet. Irgendwann ist es dann soweit, ich trinke zum ersten Mal Ayahuasca. Salud y buena pinta. Das war schon sehr eklig. Es ist wirklich sehr bitter. Ich kann den Geschmack nicht beschreiben, aber es war schon sehr eklig. Also hier hat jeder sein Gesicht verzogen, selbst der Schamane, der das wahrscheinlich schon hunderte Male getrunken hat. Kann Ayahuasca gefährlich sein? Grundsätzlich ist Ayahuasca sicher, solange man verantwortungsvoll damit umgeht und sich sicher sein kann, dass die Medizin richtig hergestellt wurde. Gefährlich wird es natürlich, wenn man Ayahuasca trinkt, ohne sich vorbereitet zu haben und ohne die Wirkung zu kennen. Kann man mit Ayahuasca einem Menschen schaden? Ja, denn die Verabreichung einer sehr hohen Dosis kann ein Risiko darstellen. Nicht unbedingt, weil man stirbt, sondern weil es eben negative psychologische Auswirkungen haben kann. Außerdem kann es natürlich gefährlich werden, wenn man Ayahuasca in Kombination mit anderen Drogen konsumiert. Die Medizin ist sicher, aber es gibt natürlich Wechselwirkungen. Du solltest, wenn du eine Herzkrankheit hast, nicht trinken. Du solltest auf gar keinen Fall Ayahuasca trinken, wenn du Antidepressiva nimmst. Das kann wirklich zum Herzstillstand führen. Nach der Einnahme wird das Licht ausgemacht. Nichts soll uns von unserem inneren Prozess ablenken. Dann habe ich erstmal so ein bisschen da gesessen und habe irgendwie geschaut, was passiert. Eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Also ich habe gemerkt, wie mir langsam immer übler wurde. Irgendwann bin ich dann rausgelaufen und habe in den Busch gekotzt. Dann ist danach einfach nichts mehr passiert. Also ich saß einfach rum und habe gedacht, dass ich vielleicht zu früh gekotzt habe und dadurch halt irgendwie der Wirkstoff schon raus ist. Dann konnte ich irgendwann das zweite Mal trinken. Da ist mir auch schon direkt schlecht geworden. Ich habe direkt nach dem Trinken schon irgendwie ein bisschen was ausgespuckt. Und auch da ist mir dann langsam immer schlechter geworden. Und dann bin ich irgendwie hinter das Auto gelaufen und habe auch erstmal wieder schön gekotzt. Also ich muss zugeben, bisher verstehe ich Ayahuasca noch nicht so richtig. Also ich habe bisher noch nichts gespürt, außer dass ich kotzen musste. Keine Ahnung, was ich hier mache, ey. Oh Gott, ey. Das war aber irgendwie ein bisschen anders, das Kotzen, weil das irgendwie so stärker war. Und ich habe schon gemerkt, okay, jetzt verändert sich irgendwas. Weil auch auf einmal irgendwie so die ganze Umwelt so ein bisschen anders aussah. Also irgendwie hat man in den Silhouetten der Pflanzen und so irgendwie so ein bisschen, habe ich so Muster gesehen. Immer wieder wird Ayahuasca als Medizin bezeichnet. Aber wie genau soll Ayahuasca Menschen helfen? Ich denke, dass viele Krankheiten im 21. Jahrhundert wie Depressionen, Einsamkeit und Angst geistiger Natur sind. Die westliche Medizin behandelt diese Krankheiten, indem sie die Symptome lindert und betäubt, aber nicht unbedingt die Ursache heilt. Im Gegensatz dazu ist Ayahuasca eine Medizin für den Geist, die uns helfen kann, nicht nur die Symptome zu lindern, sondern wirklich die Ursache von psychischen Krankheiten zu heilen. Aber bei welchen psychischen Erkrankungen kann Ayahuasca helfen? Das habe ich den Psychotherapeuten Dr. Tom Wolff gefragt, der auch zu Ayahuasca geforscht hat. Es gibt Hinweise, dass Ayahuasca nützlich ist bei Depressionen. Das ist relativ konsistent, die Studien, die wir bisher haben. Bei Ängsten ist es sehr wechselhaft, die Studien. Das kann hilfreich sein bei Lebenskrisen, bei Trauer. Es kann helfen bei Suchterkrankungen. Es gibt Hinweise, dass es einen guten Einfluss haben kann bei PTSD. Wie kann man sich das vorstellen? Auf welche Art und Weise kann Ayahuasca heilen? Ayahuasca fördert die Einsicht in das eigene Leben, in die eigene Persönlichkeit. Ayahuasca kann mich wieder verbinden mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen, dass ich wieder klarer sehe, was möchte ich eigentlich. Oft ist es so, dass Menschen in einer persönlichen Krise sind, die dann nach Südamerika reisen, in der Hoffnung, dort wieder in Verbindung zu kommen mit ihren wahren Wünschen. Aber ich denke, dass es nicht als isolierte Therapie anzusehen ist, dass ich das jetzt ein paar Mal einnehme und dann bin ich geheilt, sondern es gibt eher Informationen, es gibt eher Einsicht und dann ist die Frage, was mache ich damit in meinem Leben? Und so lag ich dann erstmal eine ganze Zeit da. Es war auch richtig bequem, einfach rumzuliegen, einfach so in mich gekehrt zu sein und habe mich irgendwie ein bisschen mit der Natur so oder mit dem Boden verbunden gefühlt. Und irgendwann ist dann so ein innerer Prozess gestartet. Es ist sehr schwer zu beschreiben, wie sich das genau angefühlt hat. Im Prinzip hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass mich das Ayahuasca so ein bisschen in so verschiedene Lebensbereiche führt. Es war so, als würde mir die Pflanze verschiedene Dinge zeigen, die für mich wichtig sind. Es ging um Freundschaften, meine Familie, aber natürlich auch Liebe. Ich habe so viele unterschiedliche Emotionen gespürt. Ich habe auch richtig viel geweint. Es war echt eine emotionale Achterbahnfahrt. So. Das war schon richtig crazy. Und dann wurde es noch mal heftiger. Das Ayahuasca zeigte mir meine Ängste, zum Beispiel die Angst vor dem Sterben. Ich Ich kann jetzt gerade nicht reden, aber es geht gerade ums Sterben, glaube ich. Also ich habe so die Angst vom Sterben gespürt, das nicht sterben wollen, weil Sterben ja irgendwie erstmal gruselig ist, so die Welt zu verlassen, die ganzen Menschen zu verlassen, die man kennt. Andererseits habe ich dann aber auch gespürt, dass das gar nicht so schlimm ist. Also es hat sich so friedlich auch angefühlt, einfach sterben zu können. Und so lag ich da auf der Wiese und habe einfach meinen eigenen Tod erlebt. Wie sich das anfühlt zu sterben. Das war super emotional, aber nicht negativ oder beängstigend, sondern es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Das klingt jetzt vielleicht fast nach einem Horrortrip, aber man sagt, dass Ayahuasca einem nur das zeigt, was man auch verkraftet. Man kann eben die Erfahrung auch mitgestalten. Ich kann dieser Pflanze in Anführungsstrichen auch sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht, da möchte ich nicht so tief reingehen in diese Erfahrung. Zeig mir bitte was anderes. Das ist faszinierend, unabhängig davon, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ob da wirklich eine Pflanzenentität existiert. Aber es ist sehr hilfreich, dran zu glauben, wenn ich in diese Erfahrung gehe. Und wenn mir dort bestimmte schwierige Dinge gezeigt werden, vielleicht die mit Trauma im Zusammenhang sind oder schwierige Lebenssituationen und ich dann sehr emotional werde möglicherweise, dieses Vertrauen zu haben, ich kann das aushalten. Die Pflanze, die zeigt mir Dinge, weil sie weiß, ich kann das aushalten. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Wirkung langsam nachlässt. Also dann sind vor allem diese visuellen Effekte erstmal verschwunden und dann war das auch nicht mehr so krass, dass mein Kopf irgendwie super viele verschiedene Sachen gemacht hat. Dann bin ich irgendwann aufgestanden und bin zum Lagerfeuer gegangen, weil ich irgendwie Lust hatte auf ein bisschen Wärme, weil es schon kalt war zwischendurch. Boah, das war krass auf jeden Fall. Oh, ich glaube, ich gehe mal zum Feuer. Aber das war ja nicht meine einzige Ayahuasca-Erfahrung. Häufig trinken Menschen Ayahuasca an mehreren Tagen hintereinander und das ist auch kein Problem, weil Ayahuasca nicht abhängig macht. Ayahuasca macht nicht abhängig. Die Erfahrung hat so eine große Herausforderung und ist auch unangenehm. Also der Lustfaktor ist relativ gering. Ich habe im Dschungel noch zweimal Ayahuasca bei den Taitas getrunken. Einerseits, weil ich auch erfahren wollte, wie so eine Zeremonie da abläuft, wo das Ayahuasca herkommt und weil ich auch mal eine Erfahrung nur für mich alleine machen wollte, weil Ayahuasca ja eine sehr persönliche Sache ist. Diesmal wird davon gar nichts gefilmt und ich werde diese Zeremonie wirklich mal nur für mich erleben. Es ist eigentlich immer irgendwie angenehmer, solche Erfahrungen zu machen, wenn man nicht darüber nachdenken muss, okay, das muss ich filmen, das muss ich dazu sagen oder so, sondern das einfach mal für sich zu erleben. Und das werde ich heute machen. Insgesamt waren die Zeremonien schon ähnlich wie meine erste, aber irgendwie auch komplett anders. Natürlich musste ich auch im Dschungel wieder erbrechen, aber diesmal war es weniger unangenehm als zuvor. Also irgendwie hat sich das sogar befreiend angefühlt. Bei den Zeremonien im Dschungel wurde auch sehr viel Musik gespielt und das war echt richtig schön, weil das super gut zur Situation gepasst hat und ich die Musik einfach ganz anders wahrnehmen konnte. Also ich habe das so richtig gefühlt und ich habe einfach so eine tiefe, vollkommene Zufriedenheit gespürt. Es gab zum Beispiel einen Moment, an dem ich am Lagerfeuer stand und den Mond beobachtet habe und ich habe so in den Mond geschaut und gedacht, dieser Moment gerade, der ist perfekt. Ich hatte so gar keine Sorgen, keine Ängste, nichts hat mich belastet. Ich war einfach so komplett zufrieden mit meinem Leben. Ich komme gerade aus der dritten und letzten Ayahuasca-Zeremonie. Jede Ayahuasca-Zeremonie ist auf jeden Fall anders. Es passiert immer was anderes, das Gefühl ist immer anders. Insgesamt würde ich jetzt sagen, dass mein erstes Mal Ayahuasca auf jeden Fall das krasseste war. Da hatte ich auf jeden Fall am meisten visuelle Effekte und auch so gefühlsmäßig ist so am meisten in mir vorgegangen. Ayahuasca ist schon eine interessante Erfahrung, aber es ist jetzt irgendwie nicht so richtig mein Ding, habe ich das Gefühl. Mich stört einerseits, dass es irgendwie um 23 Uhr anfängt und das ist einfach so meine Schlafenszeit. Dann ist es super eklig zu trinken und naja, das Erbrechen ist nicht so geil. Es ist auch irgendwie nicht so geil, dass alle anderen Menschen um einen herum auch die ganze Zeit erbrechen. Das heißt, man hört die ganze Zeit so Kotzgeräusche. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall so für mich gewesen. Ayahuasca hat sich in den letzten Jahren immer weiter verbreitet. Daraus ist ein regelrechter Ayahuasca-Tourismus entstanden, bei dem Menschen aus der ganzen Welt nach Südamerika reisen, um da spirituelle Erfahrungen zu machen. Aber es gibt auch Probleme mit diesem Trend. So gibt es die Kritik, dass oftmals indigene Gemeinschaften für ihre Kultur und ihr Wissen ausgebeutet werden. Schamanentourismus erzeugt Touristenschamanen. Wir kommen ja dahin mit unseren Erwartungen, wie ein legitimer indigener Heiler aussehen muss, was muss der sagen, damit ich das Gefühl habe, der ist jetzt ganz authentisch. Und diesen Erwartungen passen sich die Leute dort natürlich auch an. Es entsteht eine schamanentouristische Bühne, die ist historisierend im naturnahen Raum. Und das haben viele ja nicht so auf dem Schirm, dass das eine touristische Bühne ist, die man da bekommt. Der sich die Federkrone auf den Kopf setzt und sich das Shipibo-Gewand anzieht, der hat mehr Klienten als jemand, der vielleicht im Bayern-München-T-Shirt rumläuft. Und die checken sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und insofern reduziert sich dann dieser Schamanismus auf Ayahuasca, weil das ist die Hauptattraktion, die uns interessiert. Und im lokalen Heilertum, im Vegetalismus, gibt es eben sehr viele andere Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Und Ayahuasca ist nur ein Teil davon. Und das geht verloren. Es gibt ja jetzt immer mehr Anbieter von Ayahuasca-Retreats. Warum bietest du solche Ayahuasca-Erfahrungen an? Weil ich einfach selber so extrem tolle, gute Erfahrungen gemacht habe, mich selber so extrem weiterentwickeln konnte in der Zeit und ich einfach mit einer indigenen Gruppe zusammenarbeite, wo ich weiß, wo die Medizin herkommt, wer sie kocht und natürlich die Medizin auch immer wieder selber nehme. Es wird ja teilweise kritisiert, dass vor allem Nicht-Indigene Geld mit Ayahuasca-Retreats verdienen. Kannst du diese Kritik nachvollziehen? Also das Wichtige ist, glaube ich, das Geld verdienen, dass das zurück auch in den Stamm kommt, ja, zu den Indigenen zurückfließt, dass wir nicht das Geld komplett abschöpfen und uns irgendwelche Luxusdinge davon kaufen, sondern dass dieses Geld in der Medizin bleibt. Und dass wir das immer wieder investieren und auch an die Indigenen zurückgeben und denen auch helfen, dass die ein besseres Leben haben. Aber auch Sergio habe ich nach seiner Meinung zum Ayahuasca-Tourismus gefragt. Was ich nicht gut finde, ist der Drogentourismus. Ich finde es nicht richtig, wenn Menschen Ayahuasca einfach als Droge nehmen, um Halluzinationen zu erzeugen oder einen Rauschzustand zu erleben. Ich denke jedoch, dass es gut ist, wenn Menschen die Medizin mit Respekt nehmen und verstehen, dass uns Ayahuasca helfen kann, uns zu heilen und zu reinigen und uns Erkenntnisse und Visionen zu geben. Es ist gut, dass Menschen kommen, um die Medizin zu trinken und dass sie sich verbreitet, solange sie eben nicht als Droge benutzt wird. Und dann war die Zeremonie quasi auch schon vorbei. Buenos días. Vamos a hacer la limpia para el cierre. Ya para finalizar la ceremonia. Es gab noch eine Reinigung, wo ich irgendwie auch wieder angeraucht und angespuckt wurde und so, ja, gereinigt wurde. War auf jeden Fall ja, wirklich eine verrückte Erfahrung. Meine Ayahuasca-Erfahrungen waren auf jeden Fall ziemlich spannend, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich mein Leben dadurch tatsächlich verändert hat. Ayahuasca ist definitiv anders als alle anderen Drogen, die ich bisher in meinem Leben probiert habe. Und Droge ist hier vielleicht auch wirklich das falsche Wort, denn es geht dabei nicht um irgendeinen lustigen Trip, sondern Ayahuasca gehört einfach zur Tradition und Kultur vieler Menschen in Südamerika und wird da als Medizin genutzt. Und da hat es auf jeden Fall auch das Potenzial, für Einsichten zu sorgen und so Menschen zu helfen. Man sollte aber keine wundersame Dschungelmedizin erwarten, die jedes Problem löst. Für mich war vor allem der zeremonielle Charakter und die ganze Reise drumherum super beeindruckend. Ich meine, ich habe mich jetzt mehrere Wochen super intensiv mit Ayahuasca beschäftigt. So intensiv habe ich das wahrscheinlich noch mit keiner Substanz gemacht. Würde ich Ayahuasca nochmal trinken? Vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich das Gefühl habe, dass mich das Ayahuasca ruft oder mir das Ayahuasca helfen kann, bestimmte Themen in meinem Leben zu bearbeiten. Jetzt gerade ganz aktuell habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis, aber ich habe die Erfahrung ja auch gerade erst hinter mich gebracht. Was denkt ihr über Ayahuasca und hättet ihr Lust, das Ganze selber mal auszuprobieren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank nochmal an Finanzguru für die Unterstützung bei diesem Video. Hier geht's zu meinem LSD-Selbstexperiment. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.